Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Und hier ist voll die Party ab, geht voll die Party ab. Gerade eben hat sich hier noch Scarlett gemeldet über eine wunderschöne Videokonferenz. Aber wie auch immer, wir sind in den Slums von Sektor 5. Wir haben Aeris nach Hause gebracht. Und die ist jetzt gerade dabei, eine Schule für Waisenkinder zu beschmücken. Wunderbar. Für uns bedeutet das im Endeffekt, wir können uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Mal so ein bisschen schauen, links, rechts. Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Ach so, okay. Ich wusste nicht, dass das hier ein Ausgang sein soll. Aber gut. Es hieß, wir sollen uns hier in der Stadt umgucken. Hier gibt es einen Waffenhändler, das ist doch zumindest schon mal etwas. Mal gucken, was der so parat hat. So, Waffen und Rüstung. Okay, auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Das lasse ich aber auch mal, weil wir werden sicherlich die Alleskönner-Quests hier demnächst bekommen. Und sobald wir die haben, werden wir nämlich auch bei einigen Händlern Rabatte erzielen können. Und ich würde einfach sagen, darauf pokern wir, das machen wir. So, ich versuche hier irgendwie... Oh, stimmt. Hier war was. Ach nee, das war hier nicht. Ich habe das gerade mit einem anderen Teil von den Slums verwechselt. Nö, kein Spoiler. Ach, Aeris ist schon wieder draußen. Wunderbar. Ist was passiert? Ja, da wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. Zwei meiner Freunde sind weggelaufen. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums. Hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh, und auf seinem Arm ist eine Nummer. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Hab da so eine Vorahnung. Okay. Hier lang. Leute mit einer Nummer? Kranke Menschen? Ah, ich weiß, wer diese Menschen sind. Aber ich sag's nicht. Genau, es ist mein Nachbar. Es ist Mark. Marco? Mark? Keine Ahnung. Ich habe eigentlich gedacht, dass der es nicht so weit hier raus schafft. Aber gut, anscheinend ist er doch ein ziemlich harter Brocken dafür, dass er die ganze Zeit nur am Rumstöhnen ist und Lärm macht mitten in der Nacht. Aber okay. Na komm, geh mal vor. Oh, hier ist so ein Typ in Dunkelheit. Hier hinter haben die Kinder ihr Geheimversteck. So. Erwachsene haben da eigentlich nichts zu suchen. Aber ist ja ein Notfall. Das finde ich super. Ich werde dieses Versteck für meine eigenen Machenschaften benutzen. Oh, hier sind aber ganz schön viele Kinder. Da bist du ja. Ich habe Aeris mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist mit den Monstern? Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Der Geheimstützpunkt in Gefahr. Da bin ich mal gespannt. Was bunkert ihr denn hier? Habt ihr hier irgendwelche... Seid vorsichtig. Okay, Monster. Wie immer. Naja, ich glaube, hier gibt es nichts. Kinder sind unberechenbar. Wir drehen am besten jeden Stein um. Ist gut. Beeilen wir uns. Ich glaube, es gibt nichts, was wir irgendwie fürchten müssen. Geht doch. Roms, roms. Da kommt ein Feuer. Sollten wir bei Magie wirklich anfangen? Moment, ich habe da so eine Idee. Jetzt mal Fertigkeit und Analyse. Ich glaube nämlich, dass wir das mal machen mussten. Oh, schon alle tot? Weiter geht's. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die hier einfach umkippen, wie die fliegen. Sind die Kisten oder so? Nee, nothing. Aber ein komischer alter Mann, nein, ein komischer Mann mit schwarzer Robe, der angsteinflößend ist. Das finde ich herrlich. Ich kenne da einige von. Aber eigentlich sind die ganz harmlos. Keine große Sache.
Ja, Leute mit schwarzen Mänteln. Ist jetzt eigentlich. Klingt so wie rund die Hälfte meines Freundeskreises. Also von daher. Keine Ahnung. Aber es ist natürlich auch klar, dass das furchteinflößend ist. Für Kinder. Man muss erstmal herausfinden, dass die eigentlich ganz harmlos sind. Erregt keine Aufmerksamkeit. Da sind Kinder im Weg. Sag mal, Kinder, wenn ihr nicht schwimmen könnt, dann spielt doch nicht im Fluss. Diese kleinen Kreaturen da am Flussufer, die wollen euch bestimmt nur helfen. Nicht meine Schuld. So. Hey, lass mal Iris in Ruhe, du kleine Wehrratte, du. Da ist es. Ach, da kommen noch mehr. Die rufen Freunde. Die rufen Ratti-Freunde. Das finde ich cool. Das hat geklappt. Das waren viele Ratti-Freunde. Hätte ich jetzt Pokebälle, hätte ich jetzt ganz viele Radikale gefangen. So, da war nämlich das Feuer und deswegen habe ich mich gerade geblockt, weil ich nämlich das Feuer blocken wollte. Mach ich. Gut, das wirkt doch recht easy hier. Ah, die Kisten sollte ich natürlich nicht vergessen. Da gibt es coole Gegenstände drin. Die Supertränke, Heiltränke, von denen wir so viele haben und selten benutzen. Oh, das sieht doch mal aus, als würde ich hier Heiltränke benutzen müssen. Hallo. Oh, okay, hier sind diese Blechdinger. Egal, passt schon. Fuck. Erstmal auf die. Oh, ich glaube, es vergiftet. Das ist nett. Aber das macht nichts. Magie. Blitz auf den Smogger. Und einmal kurz Antidot auf Cloud. Und jetzt können wir richtig Kette geben hier. Oh. Ih, noch mehr. Da kommt. Fuck. Komm nicht wieder vor. Das hatten wir erst. Da habe ich nämlich auch gesagt, wir müssen nämlich erstmal. Wir müssen nämlich erstmal warten. Nee, von diesen komischen Smoggern weggehen, weil die explodieren. Nächste Smogger. So, Magie, Blitz. Oh, wait. Blitz rar. Mist. Aber ruhig nochmal Blitzer auf den nächsten Smogger. Und schön weg von ihm. Ich kann mich nicht bewegen. Gegenstände. Einmal kurz den Trank. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Hä? Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Ich war gerade eben massiv verwirrt. Aber gut, ich habe ja gesagt, hier können wir jetzt Tränke benutzen. Haben wir gemacht. Warte! Hier ist alles total bröckelig. Bestimmt wegen der Reaktorexplosion. Ich gehe. Kommt. Nö, ich wollte hier noch weiter prügeln. Das hat mir Spaß gemacht. Na gut. Hab's verstanden. Kinder wollen wieder zurück zu ihrer Hütte. Leute, wie wär's, wenn ihr mal einfach das Loch zunagelt? Ich gebe euch auch sogar Geld, also oder Gil für dafür, dass ihr dafür, dass ihr Bretter, naja, Bretter findet ihr hier genug. Na, das Ding steht gleich auf. Aufpassen.
sage ich doch. Mal eben weg hier, der macht gleich Giftspucken-Attacke. Hat er gesagt. Und. Kleiner Moment, wie viele Lebenspunkte hat er noch? Egal, das lohnt sich. Und jetzt nicht dran gehen, Aris, nicht dran. Nein, mach das nicht. Jeder. Der explodiert nicht. Warst du auch im Krieg? Streng geheim. Ehrlich gesagt, nein, Cloud war nie im Krieg. Nee, das ist eher ein offenes Geheimnis, weil er schon gesagt hat, dass es im Krieg, nee, als er bei Soldat angefangen hat, anders aussah, weil der Krieg schon vorbei war. Ich bin der Meinung, das hat er gesagt. Nein, bitte nicht. Das kann man aber nicht so einfach. Stimmt's, Cloud? Ich schaff das bestimmt, oder Cloud? Ja. Die Kinder haben dich echt gern. Das war echt toll. Ja. Yay. Klasse. Cloud hat eine Fanbase. Das geht so. Aber wisst ihr was? Normalerweise verhalten sich so nur die Sephiroth Fanbase. Also von du daher. Nein, das Schwert ist 2,50 Meter lang. Das ist viel größer als Sephiroth. Aber Sephiroth ist 2,50 Meter. Wenn die Leute wüssten, dass der 1,85 groß ist. Tiefer, warte doch! Tiefer! Tiefer! Tiefer. Tiefer? Was ist los? Nichts. Tiefer, ist das etwa deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. Ja. Die Beziehung zwischen Tifa und Cloud ist kompliziert. Das wirkt hier jetzt erstmal nicht so, aber das kommt alles noch. Danke. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid, hört ihr? Okay, versprochen. Hier, weil ihr uns geholfen habt. Cool. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Das ist aber nett. Was hättet ihr sonst gemacht? Uns gekitzelt? Uns, mit Bananen beworfen? Wobei, das sind die Slums. Wir sollten echt aufpassen. Huh? Warte! Ein Nachbar von mir leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine 2. Tätowiert? Da fällt mir ein. Reunion. Ganz ruhig. Sieh mich an, Cloud. Aris. Sagt dir Sephiroth was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten. Mag sein. Aber ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Was? Vielleicht bin ich die Gestalt aus der Sage. Ich muss noch mal ganz kurz rekonstruieren. Wie geht es noch mal weiter? Ja. Cloud war zum Zeitpunkt 16. Stimmt, da ist eine Kiste.
sorry. Eine Mogri-Medaille. Cloud ist jetzt 21, das heißt, er war 16. Das klingt eigentlich sehr gut. Bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Immer. Wenn ich patrouilliere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei. Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Yay. Ich habe schon einen Job. Multitasking heißt die Devise. Ich sammle immer viele Infos. Kommt doch ab und zu mal vorbei. So. Und da haben wir's. Wir haben die... Guck mal, die Alleskönner-Aufgaben. Ihr könnt mich sehen, Kupo? Dann müsst ihr auserwählt sein. Und in dem Fall... Willkommen in meinem Laden, Kupo. Mein Name ist Mogi, Kupo. Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mok, dem Mogri? Da geht es um ein kleines Waldwesen namens Mok. Der macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mok und habe darum einen Laden eröffnet, Kupo. Mogris können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Kupo. Und warum kann ich dich dann sehen? Dazu habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Mogri-Medaillen eintauschen, Kupo. Aber erst musst du meinem Club beitreten. Okay, das ist süß. Ein Mog-Shop-Mitgliedsausweis. Nehmen wir doch. Komm vorbei, wenn du Mogri-Medaillen hast, Kupo. Ah. Und was machst du dann mit all den Medaillen, Mogi? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist doch Kupo klar. Das ist immerhin meine Pflicht als Mogri. Verstehe. Wie Mok in der Geschichte. Jetzt wissen wir, was wir mit den Mogri-Münzen machen können. Weiter so. Alles könne. Klar. Und was machen wir jetzt? Motiviert wie immer, was? Na, was denn sonst? Das hier ist aber kein Vergnügen, sondern Arbeit. Richtig. Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein, Cloud. So kann man es natürlich auch sehen. Na, warum machst du es dann nicht einfach? Ist echt nicht schwer. Ja. Super, ich glaube, wir haben den ersten Auftrag hier gelöst. Ja, Tatsache. Abgeschlossen. Hier gibt es wieder 6 Aufträge. Ich denke mal, wir müssen wieder 5 machen, damit wir den 6. freigeschaltet bekommen. Das machen wir doch. Vielen Dank für den Besuch, Kupo. Gerne. Ich möchte ganz gerne wissen, wofür sind diese Mogri-Marken? Was können wir denn hier? Wir können hier die Goldsaucer-Musik holen. Ein Silberstab. Der reduziert den Nahkampfangriff, aber dafür den magischen Angriff. Einführung in die Schwertkunst, Band 1. Moment. Achso, mit der sich Waffenpunkte vermehren lassen. Ich dachte gerade eben an etwas ganz anderes, weil ich glaube, man hat für die letzten Limit Breaks hat man nämlich auch immer solche Bücher bekommen und dann hieß es immer, du kannst das jetzt noch nicht einsetzen, nein, das geht jetzt noch nicht. Und dann musste man erstmal alle Limit Breaks freischalten, bevor man dann den ultimativen Limit Break freischalten konnte oder irgendwie sowas. Ein Friedhofsschlüssel. Den nehme ich mit. Weil das sieht mir schon mehr nach Secret aus als die anderen. Und der Rest? Ich weiß nicht, danke wie viele Mogi... Einkauf, Kupo. Mit deiner Hilfe konnte ich schon einige Medaillen sammeln. Mit denen kann ich jetzt viele Menschen glücklich machen, Kupo. Klingt gut. Cloud, sei doch nicht immer so verkrampft. Gut, dann zeig, was du kannst. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. Dafür bräuchte ich noch viel mehr Medaillen, Kupo. Oh nein, dann müssen wir schnell noch welche suchen gehen, Cloud. Viel Erfolg, Kupo. Oh, das ist ja super. Genau so geht man mit Kindern um. Eris hat voll den Plan. Aber wir möchten gerne noch ein bisschen mehr. Mir geht nämlich langsam die Goldzauser-Musik ein bisschen auf den Keks. Boah. Also, dass keiner gemerkt hat, wo dieses Versteck ist, obwohl die Musik so laut hier durchdudelt, ja, ist ja eigentlich schon fast ein Wunder. Ha? Sieht das schon wieder so aus, als ob hier irgendwas wäre. Oh.
Oh, Leute, ihr habt einen echt miesen Empfang. Ich glaube, ihr habt Standbild. Standbilder, Verzeihung. Ein FPM, ein Bild pro Minute. So, wir können jetzt hier mal gucken, wo wir weitere Aufträge haben. Hier haben wir zum Beispiel einen. Kinder auf Patrouille. Da laufen wir doch hin. Aus dem Weg. Ach, wir müssen jetzt hauptsächlich den Kindern helfen anscheinend. Das ist ja süß. Aus dem Weg. Es ist dunkel, ich weiß nicht wohin. Ah, Aris. Ah? Na, wie gefällt euch unsere Dekoration? Die Kinder haben sich viel Mühe gegeben. Das sieht man. Sehr schön. Nicht wahr? Ach, da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand von Shinra in Richtung deines Hauses gegangen ist. Du weißt schon, einer dieser unheimlichen Typen in Schwarz. Gar nicht cool. Aber ich höre hier eine Musik. Eine Melodie. Achso, nee, das ist nur Barrett Theme. Ich dachte nämlich gerade eben, dass das, ein Musikstück aus Final Fantasy 15 wäre. Okay, aber dass irgendwelche Leute von den Turks gerade unterwegs sind, finde ich eher beunruhigend. Du bist dieser Ex-Soldat, von dem alle reden? Cloud, richtig? Jetzt ist er ein Alleskönner. Fräulein Furia, Sie wirken so aufgebracht. Das bin ich sehr sogar. Die Kinder, die ich heute auf den Rundgang geschickt habe, sind noch nicht zurück. Der Unterricht hat schon längst angefangen und keiner ist da. Rundgang? Ah, die Nachbarschaftshilfe der Kinder vom Helmchenhof, richtig? Genau. Als Dank für Spenden gehen sie Müll aufsammeln, Besorgungen erledigen oder zeigen sich anderweitig erkenntlich. Ihr habt sie nicht zufällig irgendwo in der Gegend gesehen? Dabei habe ich heute Abend doch Pläne und muss mich noch vorbereiten, wisst ihr? Wir könnten sie ja suchen gehen. Oh, wirklich? Das würde mir sehr helfen. Es sind 5 Frechdachse, die noch nicht zurück sind. Sie haben selbstgebastelte Schwerter dabei. Mhm. Daran erkennt ihr sie sofort. Selbstgebastelte Schwerter, alles klar. Wie sieht es denn sonst hier in eurer kleinen Butze aus? Ich würde mich ganz gerne ein bisschen umgucken und vielleicht den einen oder anderen Gegenstand entwenden. Und, ja, seht ihr mal, da ist nämlich eine Kiste. Wollte schon sagen, kann ja nicht sein, dass hier ohne Kiste gearbeitet wird. Ether. Und, oh, das ist ein richtig hübsch gestalteter Klassenraum. Habt ihr hier auch WLAN? Ich sehe keine LAN-Buchsen oder Strom. Hat so ein bisschen was von deutschen Regelschulen. So marode runtergekommen und finde mit ein bisschen Glück sogar ISDN-Anschluss. Okay, wir müssen aber jetzt die Kinder suchen. Die werden hier irgendwo unterwegs sein. Davon gibt es hier ziemlich viele. Also, ziemlich viele Kinder. Und, ja, wir brauchen auf jeden Fall Kinder mit einem Schwert, hieß es. Also so ein Holzschwert. Ach, das sind bestimmt die Kinder, die wir hier gerade eben... die jetzt voll auf Cloud sind. Oh, die Musik von Costa del Sol. Zuerst quietschen bei uns nur die Türen. Was? Was? Oh, Baloo, hallo! Gar nicht mitbekommen. Schön, dass du wieder da bist. So, Schwertchen suchen. Lieb. Wir haben dich auch lieb. Oh, wir können uns jetzt auch in den Slums waschen. Das ist doch wunderbar. Ah. Oh, Tatsache. Herr Cloud, ich bin sehr erfreut, Sie zu treffen. Mein Traum ist es, so stark wie ein Soldat zu sein. Ich sehe zu den Soldaten auf. Da hast du dir ja was vorgenommen. Nun, wir befinden uns in einer ernsten Lage. Der Mako-Reaktor ist explodiert und viele Kinder haben dadurch ihre Eltern verloren. Die Armen... Vielleicht kommen sie ja in den Helmchenhof. Ja, aber das Fräulein Lehrerin hat dann auch mehr Arbeit. Das Fräulein Lehrerin sucht übrigens nach dir. Da
Das habe ich total vergessen. Ich kehre sofort zum Helmchenhof zurück. Bitte, kann mir denn niemand helfen? Nein, ich bin hier weg. Hilfe gibt's für dich nicht. Nee, tatsächlich. Die machen jetzt alle einen auf Cloud. Sehr süß. Moment. Ja, doch, wir helfen dir. Wir wissen, was hier los ist. Ich meine es ernst. Ja, ist okay. Ich wurde von 5 Kampfmaschinen von Shinra verfolgt. Was? Sahen aus wie Augäpfel. Sie sind in die Seitengasse verschwunden. Aber wer weiß, wann sie wiederkommen. Deshalb brauche ich jemanden, der sie ausschaltet. Ich übernehme das. Ich danke dir. Vielen Dank. Die Dinger riefen, Eindringling lokalisiert und stürmten in die Seitengasse. Sei bloß vorsichtig. Okay, ich werde trotzdem erstmal die Jungs suchen und dann den Rest. Moment, was hat das hier zu bedeuten? Warum ist hier jetzt dieser... Moment. Okay, also wir haben zumindest schon mal 1 von 5 gefunden. Von den Jungs. Wir müssen hier Kinder finden mit Schwertern auf dem Rücken. Und die Frage ist... Ah, da ist ja einer. Ah, sehr schön. Die haben sogar ein Ausrufezeichen in meinem Kopf. Perfekt. Wie läuft die Patrouille? Wir haben heute schon Müll aufgesammelt und jemandem den Weg gezeigt und einer Oma über die Straße geholfen. Oh. Das hast du sehr gut gemacht. Ist doch das Mindeste. Immerhin gibt es den Helmchenhof nur dank der Leute hier. Oh nein, ist es etwa schon so spät? Ja. Ist Fräulein Furia etwa sauer? Oh, weia! Aber das war doch keine Absicht! Oh, war die cute. Gut, gucken wir nochmal in der lauten Musikhöhle nach. Da, wo die Mogri-Musik gespielt wird, die Ghostwater-Musik gespielt wird. Können wir was schaffen? Können wir das schaffen? Was schaffen wir? Was schaffen wir? Ich will es auch schaffen. Aber grundsätzlich wäre mein Slogan, ja, wir können schaffen das. Yes, we can schaffen das. Sorry. Wir gucken hier nochmal ein bisschen rum. Weil ich glaube... Okay, die üben hier Ballett. Du. Du. Hör auf, mit deinem Schwert rumzufuchteln. Was machen die da? Moment. Was geht denn hier? Kinderpatrouille. Doch, auch hier gibt es Kinderpatrouille. So, dann suchen wir doch mal die Kinder. Wo seid ihr denn diesmal hin? Hallo, Kinder. Nee, Blödsinn. Kinderpatrouille. Moment, überprüfen. Finde ein weiteres Kind. 3 treiben sich irgendwo herum. Halte Ausschau nach Kindern. Okay, ja gut, das ist jetzt irgendwie nichts. Ich glaube, die sind hier nicht. Ich glaube, die sind... Weil hier sind jetzt die Monster unterwegs. Wobei, vorhin haben hier Kinder gespielt, ne? Ah. Ich probier's nochmal in der Stadt. Ich meine, ich habe die Stadt ja noch... die Slums noch gar nicht vollständig... vollständig durchwühlt. Also gucken wir doch hier um. Du hast dein Schwert. Geh endlich zur Schule. Geh zur Schule oder ich zeig dir mal mein Schwert. Psst. Du kriegst mich nicht. Ja. Bin ich so knuffig hier. Na komm, was hast du? Ich werde allen Leuten vom Alleskönner erzählen, Cloud. Dann findest du bestimmt mehr Arbeit. Danke. Ich habe jetzt eigentlich mit anderen Dingen gehofft. Zum Beispiel weniger Arbeit, dafür mehr Geld. Ach, apropos, Barrett schuldet mir noch was. Na, wart mal ab. Wenn ich wieder in Sektor 7 komme, dann gibt's Ärger, Jungs und Mädels. So. Ah, da oben ist einer. Hallo. Du, Junge. Ah, habt ihr mich erschreckt? Hallo, wie läuft die Patrouille? Ich habe ganz viele Beobachtungen angestellt für meinen eigenen Laden später. Dein Traum ist es also, deinen eigenen Laden zu haben? Hm. Ich will ganz viel Geld verdienen und es dem Helmchenhof schenken.
Das Fräulein Lehrerin sagt nichts, aber auch mit den ganzen Spenden reicht es einfach nicht. Aber das ist ein Geheimnis. Wenn du es jemandem erzählst, musst du Strafe zahlen. Oh, der Unterricht! Was? Eine offizielle Kriegserklärung durch Direktor Shinra? Was geht hier ab? Ich sollte mal mehr Nachrichten hören, aber Nachrichten sind langweilig. Wir gehen weiter. Chocobo-Rennen wäre echt eine geile Sache. Cloud, wo willst du hin? Ich suche nach Kindern. Weiß nicht, hatte ich eigentlich in Final Fantasy 14 schon Chocobo-Rennen gemacht mit der Duften Mieze? Ich glaube ja, ne? Duften Mieze hatte schon mal Chocobo-Rennen gemacht. Chocobos züchten mit der Mieze? Was stimmt nicht mit dir? So, irgendwo müssen hier noch mehr Kinder durch die Gegend laufen. Mit einem Schwert auf dem Rücken. Ah, wunderbar. Man sieht sie sogar durch die Wand, umso besser. Huch, Cloud? Und? Wie läuft die Patrouille? Die Slumbewohner sind alle total aufgeregt. Bestimmt wegen der Explosion im Reaktor. Das hast du gut beobachtet. Ich bin beeindruckt. Aber hast du nicht etwas vergessen? Der Unterricht! Ich muss schnell zurück zum Helmchenhof! Wie begeistert und erschrocken er geguckt hat. Dieser beteiligungslose Blick. So, oh, der Helmchenhof. Ja, ich muss nochmal zurück. Ich glaube, das ist hier schon die letzte, ne? Oh, Herr Soldat! Hallo! Willst du dir die Geschichte etwa auch anhören? Jetzt, wo der Reaktor zerstört ist, soll es wieder Krieg geben, sagen sie. Glaubst du, das stimmt? Leider. Solltest du nicht erst was anderes erledigen, bevor du dir darüber Gedanken machst? Stimmt, ja! Der Unterricht bei Fräulein Furia! Ich muss los! Mhm. Das sind alle Kinder. Zurück zum Helmchenhof. Wunderbar, der ist ja zum Glück gleich da vorne. 1, 2, 3, 4, 5, alle Kinder da. Unterricht kann losgehen. Dank euch sind alle Kinder pünktlich zurückgekommen. Ich hatte sie zu spät. Ihr habt mir wirklich geholfen. Also, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Ich habe den Krötenkönig gesehen. Ganz nah an unserem Geheimversteck ist er aufgetaucht. Wir müssen ganz schnell was unternehmen. Den Krötenkönig? Das ist das Ungeheuer, das in unserem Versteck aufgetaucht ist. Ah. Es trägt eine Krone und ist super fies. Wir glauben, dass es der König der Krötenungeheuer ist. Aber Cloud kann ihn bestimmt besiegen. Klar, das wird ein Kinderspiel. Aber womit wollt ihr mich bezahlen? Söldner kosten. Geld haben wir aber nicht. Die Bürgerwehr hilft einem umsonst. Aber wenn sie von unserem Geheimversteck wissen, dürfen wir dort bestimmt nie wieder spielen. Das geht nicht. Das ist doch unser Stützpunkt und gehört allen Kindern. Wir geben dir einen echten Schatz, Cloud. Und den Rest bezahlen wir, wenn ich meinen Laden eröffnet habe. Wenn das nicht reicht, müssen wir das Ungeheuer wohl selbst besiegen. Wie wäre es mit Dreigill? Für Dreigill vertreibe ich den Krötenkönig aus eurem Geheimversteck. Mein Freundschaftspreis. Juhu! Damit sind wir im Geschäft! Ich bete für ihre sichere Rückkehr. Oh boy. Ernsthaft, du willst Dreigill dafür haben? Wie wär's, wenn die ihn gleich einen Lutscher klaust oder so? Und sagt, den nehme ich auch. Hm. Gut. Wir haben jetzt. Moment. Noch mehr Aufgaben. Die hier oben hatten wir gerade. Haben wir gerade. Ne, die haben wir jetzt angenommen. Hier oben ist noch eine. Ich glaube. Die von den Kindern geht jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen schneller. Nee, also ja, die von den Kindern geht wahrscheinlich schneller, aber deswegen nehme ich nämlich die andere, weil bei der anderen kann ich mich nämlich einfach, werde ich mich einfach zurück teleportieren lassen und gut ist die Geschichte. So, wir gehen den Weg. Hier war das, glaube ich. Ja, perfekt. Fuck. Hier ein bisschen durch die Gegend metzeln. Oh, diese Musik, ne? Herrlich. Ich bin so massiv begeistert, weil das die alte Final Fantasy 7 Musik nur remastered ist. Manchmal finde ich sie nicht so auffällig und ich kann die nicht richtig dem Gebiet zuordnen. Das hat vor allem damit zu tun, dass die
nicht an allen Stellen gleich ist. Ha! Jetzt wissen wir es. Der Schlüssel, den wir gekauft haben, war hierfür gedacht. Und hier gibt es irgendein Spinnenviech oder so. Aber das ist gut. Jetzt kommen wir hier jederzeit rein. Und ich glaube fast, dass hier dann die letzte Alleskönner-Quest zu finden sein wird. Oder abgeschlossen wird oder so. Huh. Oh, da oben sind Gegner. Ist ein Gegner. Die sind schwach gegen Feuer, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, okay, das ist der, den der Typ vorhin gemeint hat. Ist hier irgendwo eine Leiter nach oben? Wie rede ich eigentlich eine? Und was geht denn hier? Oh. Gut, schauen wir nochmal. Wo ist denn hier eigentlich der... Wo ist hier der kürzeste Weg nach oben? Der kürzeste Weg wäre hier entlang. Dann muss es hier aber irgendwo eine Leiter geben. Moment, bin ich bescheuert? Also ja, da drüben. Hier ist eine Überschneidung. Ah, da ist auch die Leiter, die ich gesucht habe. Ich wusste doch, irgendwo gibt es hier eine. So, hier war nämlich vorher nicht offen. Und das haben wir beim Nachhausebringen zu Aerith schon geöffnet. Hallo! Ist ja ekelhaft. Ich möchte keine Knutschflecken von euch. So, wo bist du hin? Irgendwo hier im Zielbereich. Aber das Viech ist doch... Also das war hier oben und ist in diese Richtung abgezischt. Dann müsste der eigentlich... Erstmal die Kisten hier zerstören. Dann müsste der eigentlich ja... Der muss hier lang, hier hoch sein. Und irgendwo... Hier muss dann entweder... Ich guck mal hier lang. Ja, klar. Hier war doch diese Raketen, dieses Raketenabschussding. Sage ich doch. Und da, wo dieses Raketenabschussding ist, waren nämlich keine Gegner. Und ich habe mich gefragt, was das zu bedeuten hat. Und... Auf geht's. Natürlich. Jetzt ist nämlich genau das. So, erstmal den APB-Balken ein bisschen füllen. Fertigkeiten. Wir gucken uns mal an, was wir haben. Ich glaube, die haben Wind. Ich habe mir erst die Windmateria verdient und habe sie nicht ausgerüstet. Sehr schlau von mir. Wirkungslos. Wir probieren es dann einmal mit Feuerer, weil die hier gerade so schön nebeneinander stehen. Wirkungslos. Aber die ist ja auch kein Wunder. Ich glaube, die bilden sich hier die ganze Zeit. Fertigkeit, Mutangriff. Ah, nehmen wir auch den hier. Verzieh dich! Toll. Das hat ja richtig gut funktioniert. Das Ding ist abgetaucht. Oh, wo kam der her? Ach. Aber ich finde es gut, dass Aerith anscheinend nebenbei immer noch ein bisschen mitheilt. Jetzt reicht's hier mal. Magie. Feuer bringt nichts. Dann probieren wir es mal mit Blitz. Auf den, der noch am meisten Lebenspunkte hat. Nein, weg da. Au!
immer das jetzt zu bedeuten hatte. Fertigkeit. Impulshieb, rascher, naja. Das hier wollte ich eigentlich vorhin machen. Einfach mal ein paar Fertigkeiten angreifen. Und nochmal. Impulshieb. Boing. Jetzt aber. Schluss mit lustig. War okay. Oh, haben einen Kampfbericht geschafft. Und einen Auftrag erfüllt. So, eigentlich müsste er doch jetzt... Macht er nicht? Ich dachte, der teleportiert uns zurück direkt. Das ist ja frech. Ist ja wirklich frech. Muss ich den ganzen Weg zurücklaufen? Meh. So war das aber nicht geplant hier. Absolut frech. Schauen wir mal. Ich glaube, wir gehen über den Bahnhof. Aber, kleinen Moment. Ich dachte, ich bin hier schon fertig. Krötenkönig. Aber das ist es ja gar nicht. Randalierende Waffensysteme. Ein weiteres der Randalisen. Oh, ich bin hier noch nicht fertig. Ich wäre jetzt einfach mal lustig durch die Gegend gelaufen. Also, Moment. Das hatten wir. Nee, das hatten wir jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt mal. Doch hier hoch. Aber wir rüsten uns definitiv jetzt für den nächsten Kampf mal Luft aus. Was haben wir denn hier? Glut, Behandeln, Analyse, Gewitter. Das Behandeln ändern wir in Luft. Oh, Luft haben wir sogar zweimal mittlerweile. So. Eris. Was für Materie hast du? Gebet, Heilen, Vision und Frost. Das ist okay. So, weiter geht die Suche. So, vielleicht sind die ja jetzt hier unten irgendwie unterwegs. Nee, sind sie nicht. Dann hier an den Traktoren vorbei. Ich sag ja, ne, wenn man die alle hier wieder in Stand bringen würde, einen wunderschönen Croissant, wenn man die alle in Stand bringen würde, man würde so viel... Oh, Vorsicht. So, jetzt aber. Magie Aero auf durchdringendes Auge. Und im Shot. Jetzt geht's hier richtig spaßig los. So, Magie. Nochmal Aero. Smack. Das war eine Lüge. Das war absolut wirkungsvoll. Ich kann mir doch nicht sagen, dass der Trotz Schwäche. Bei Aero. Die geben sich die ganze Zeit Rote. Und. Fuck, wie soll man dem ausweichen hier? So, Magie. Aero. Ich glaube nämlich, der hat jetzt nämlich kein Protest mehr. Der hat immer noch Protest gehabt. So eine freche Sau. Na komm. Und der hat wieder Protest gegeben. Diese. So, Schwertersturm. Auf dem Du. Ah, endlich. Der erste ist weg. Ziehen wir hier schon das. Ah! Magie. Aero. Auf den Dude. Magie. Vita auf Cloud. Nicht gut.
Wir brauchen hier nicht mit Wirkungslob antanzen. Ich weiß ganz genau, dass das was bringt. So, jetzt kommen wir hierher. Ey. Schwertsturm. Magie, Ero, nochmal. Ah, diese hässliche Blase, die er da hat. Das ist jetzt nochmal. Ich check's nicht. Was ich hier eigentlich gerade für einen Fehler mache. Ah. Seltsam, seltsam. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt hier gerade gewesen. Aber gut. Wir haben es geschafft. Noch ein Auftrag erfüllt. Mal gucken, was wir als Belohnung bekommen dafür. Weil manche sind echt cool, vor allem wegen den Händler-Dingens. Wenn es so weit kommt, werde ich... Da bist du ja. Ich habe schon von deiner Heldentat gehört. Shinra-Roboter, die sich in die Slums verirren. Daran kann nur die Explosion im Mako-Reaktor schuld sein. Die dachten bestimmt, sie patrouillieren noch im Reaktor und haben mich daher als Eindringling identifiziert. Gut möglich. Fast tun sie mir leid. Konnten nur tun, wozu sie programmiert wurden. Aber hey, was erwarte ich auch von Shinra? Deren Gardisten sind ja nicht anders. Was weißt du schon? Na, jedenfalls wäre der Fall damit gelöst, oder? Und wenn sie wieder ein Problem haben, wissen sie ja jetzt, an wen sie sich wenden können. Natürlich. Es war wirklich ein Glück, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank für eure Hilfe. Hey, kann ich dich vielleicht um noch einen Gefallen bitten? Ausnahmsweise. Vor dem Waffenladen sitzt ein älterer Herr, der ziemlich geknickt aussieht. Sprich ihn doch mal an. Na gut, mach ich. Aber nicht jetzt, sondern gleich. Bis zur nächsten Folge Final Fantasy 7. Bis denn.